Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. To die. Kurz vorm Blutmond. Ich muss erstmal gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Jasmin. Ja? Oh nein, Peter. Peter lässt mich nicht. Peter sagt, ich muss weiter arbeiten. Oh, Peter. Komm mal her, Peter. You know where I'll be, if you need me. Ja, ja. Wenn ich dich brauche, sage ich dir Bescheid. So. Jasmin. Ja, wo bist du denn? Ich habe was für dich. Komm, Peter. Startup Sequence activated. Du musst mir die Sicherheit garantieren hier. Du musst auf mich aufpassen, Peter. My senses have picked up something. Ich habe keine Ausdauer. Wo bist du denn? Ich bin bei Jürgen. Hallo Jürgen! Ey, das macht man nicht. Weißt du, wie viel Liebe, Zeit und Arbeit ich da investiert habe? Aua. Jetzt ist es mal kaputt gehauen. Ja, ja. Auf dem ist kein Verlass, ne? Oh, diese Drohne. Ich dachte, kommt was hinterher, ey. Ja, Peter. Ich habe Peter mitgebracht. Unseren Freund Jasmin. Und Jasmin, wie ist es? Ich sehe, du hast eine Fackel. Das ist mein Schlagknüppel. Warte mal. Mit Ketten dran. Danke. Ja, bitteschön. Ja, danke schön. Ich habe sogar noch eine Feder. Ich mach mal oben das Licht aus, damit das nicht unnötig Strom frisst, ne? So. Ich kann ja einmal aussortieren hier, was wir hier haben. Ich habe noch ein Ei. Oh, ich habe einen rohen Diamanten. Da freut sich doch der Joe. So. Was haben wir denn noch dabei? Wir haben noch ein bisschen Rasen und Sand. Ja. So. Weg damit. So, soll ich denn noch mal ein bisschen Blei holen? Wie du willst. Oder ich würde gerne mal gucken. So. Ups. Müssen wir erst da reinsippen. Und zwar nach. Schrotflintenpatronen. Grobe Schrot. Was? Darf ich das Schießpulver mir ausborgen? Welches? Das aus der Chemiestation. Nein. Na gut, dann eben nicht. Aber wie viel brauchst du denn? Ich habe mir das einfach rausgenommen, was da drin war. Warum? Schrotflintenmunition. Da haben wir echt ja. Nicht viel von. Ja, dann mach doch. Fertig. Ja. Ich frag dich, warum? Ja, ich hab's mir einfach genommen. Ich wollte wissen, wozu du es brauchst. Ah, ist ja doof, ey. Für Schrotflintenmunition. Ja, das musst du sagen. Ich hab dich doch gefragt, wofür du das brauchst. Mali, Alter. Woran hapert Schießpulver? Ich kann 23 Patronen machen. Hier, ich hab noch ein bisschen. Schießpulver machen wir aus Kohle, ne? Ich hab noch ein bisschen.
Hast du nur mehr? Ja. Für mich? So, mehr habe ich nicht. Die anderen mache ich für so. Okay. Ich möchte ja wirklich nicht undankbar erscheinen, ne? Aber hast du noch was? Nein. Hast du ein bisschen Stoff für mich? Nein. Ich habe hier Kohle noch. Hast du noch ein bisschen Kohle? Ja. Yeah. Musst du gucken wegen Nitrat, ob noch Nitrat da ist. War das in der Kiste mit dem Cobblestone und dem Schiefer? Ich glaube. Sieht schlecht aus. Aber wir hatten doch was mit dem Auto auch mitgenommen, oder nicht? Das scheinst du verpulvert zu haben. Hä, nein. Das habe ich schon vorher angefangen hier. Gestern. Oder? Oder doch? Nee, das musst du schon weggenommen haben. Hm. Na denn. Na denn. Egal. Hm? Who cares? Ich kehre nicht. Das ist für uns beide hier. Kein Problemo. Er fährt erstmal weg. Tschüss. Tschüss. Muss doch nicht sauer sein. Habe ich hier auch Fernlicht? Doch. Ich möchte mit dir nicht mehr reden. Warum? Peter, sag ihr, ich rede nicht mehr mit ihr. Oh Gott, ey. Peter. Ja? Muss da einmal mein Auto einstecken. Da. Vielleicht sehe ich ja unterwegs noch ein paar Vogelnester. Ja, ich habe auch eben schon wieder eingesammelt auf dem Weg hierher. Also ich muss gestehen, ich sehe nicht viel. Rat mal, wer 9 Federn hat. Du. Ja. Und rat mal, wer sogar 10 Federn hat. Ich. Ja, aber jetzt rate mal, wer 11 Federn hat. Du. Nee, rate nochmal. Du. Nein. Du. Nein, ich habe keine 11 Federn. Ich auch nicht. Kommst du darauf, dass ich 11 Federn hätte? Hm. Meine Augen jucken. Hm. Ist ja interessant. Mhm. Du solltest sie mal waschen. Mit Seife. Ja. Können wir bei dir erstmal testen, ob die Seife gut ist dafür? Ich habe eine Seife zur Augenallergie. Was hast du? Eine Seife zur Augenallergie. Meine Augen brennen da immer. Ah. Ja, ja. Wusste ich ja noch gar nicht. Ja, ja, ich wasche meine Augen immer nur mit Wasser. Hm. Ich glaube, den nächsten Punkt mache ich schon in dem Bergarbeiter. Warte mal, wie habe ich denn beim Bergarbeiter? Bei und Hauptader habe ich schon 3 Punkte. Oh, da bist du besser aufgestellt als ich. Ja, ich nur leider keinen Punkt mehr. Ich habe auch noch keinen. Oh, ey! Ja? Was ist denn jetzt los hier? Wo denn? Ja, weiß ich nicht. Hast du Besuch? Der macht hier,
Ja. Ja, war ja klar. Kaum bin ich aus dem Haus, ne, da macht die eine Party. Der hat hier irgendwas kaputt gemacht. Hast du wieder alle eingeladen, die ganzen Rüpel. Aus der Nachbarschaft. Aber wo? Oder ist er da irgendwo reingelaufen? Vielleicht unten im Stacheldraht? Wobei eben hat der versucht, den Zaun vor der Treppe rechts zu schlagen. Ich höre nichts mehr. Anscheinend ist er wieder weg. Oder der, ja, der ist vielleicht vorne in die... In die Stacheldraht gelaufen, ja. Mhm. Oh, die Blei ist hier auch noch. Mehr. Noch 100 angegeben. Verarschen hier oder was? Wer? Na hier, der schmelzt auf. Ach ja. Ach, schau mal einer an. Da hat ja wer einen Fertigkeitspunkt, den er investieren darf. Hol das meiste aus deinen Bergbautätigkeiten heraus, indem du durch erhöhten Werkzeugschaden Steine und Bäume schneller aus dem Weg räumst. Es ist neblig. Immer noch etwas grün hinter den Ohren, aber du musst nicht mehr nur den richtigen Kumpeln Kaffee bringen. Fertige Werkzeuge in Qualität 3, Werkzeugschaden um 20%, Blockschaden 60 mit Äxten, Spitzhacken, Schaufeln, Kettensägen und oder Erdbohrern. Hauptader habe ich 3. Mehr Erz. Kriege ich nicht auch mehr, weil ich mehr schaffe abzubauen bei Bergarbeitermeister? Also ich kann hier sowieso noch nicht. Tada! Oh ja! Mhm. Ich merke keinen Unterschied. Ja. Bin ich jetzt schneller? Oh, hier kommt ein Hündli. Kleiner Kampfhund. Doch, Nitrat baue ich schneller ab, glaube ich. Kann mich aber auch täuschen. Ich glaube, du täuschst dich. Ich glaube, ich täusche mich. Ein Hund. Oh, wie süß. Können wir ihn behalten? Er ist nur neblig. Ich weiß jetzt nicht, wo der sein könnte. Mach einfach die Tür auf. Nein. Nicht. Nein. Immer so ein bisschen im Auge behalten, wo ich bin. Ja, siehst doch nichts mehr jetzt, oder? Nee, ich meine von der Position her, wo ich buddel, nicht, dass über mir alles einstürzt. So. Ach, das geht aber schleppend voran hier. Gerade mal 1600 Nitrat. Oh, voll gut. Und ist weg. Ob du, wenn du den Bergarbeitermeister und Hauptader, wenn du das voll gelevelt hast, ob du denn so 100 Nitrat mit einem Block rauskriegst, den du mit einem Schlag kaputt machst? Ich weiß nicht, Patrick. Das müssten wir testen, Jasmin. Es ist Zeit für Science. Hä, ich mach hier 101 oder 102 Dalmatiner. Diese Schießgeschossspitzen. Und jedes Mal gibt er mir weniger. Hast du nicht genug Materialien? Doch, ich kann ja bis 100 hochgehen. Ich kann ja diesen Fall machen.
der macht ja denn so viel, wie ich habe. Ja. Ja. Aber ich kriege die ganze Zeit weniger. Da fehlen immer zwei, drei. Okay. Hast du mal versucht, den Stecker zu ziehen und nochmal reinzustecken? Ich zeig dir gleich mal was raus. Rein. Ein leichter seitlicher Klaps gegen den Monitor. Hm. Also Nitrat baust du schneller ab als Blei. Hm. Ist das so, Patrick? Das kommt mir so vor. So. In der Tat. Guck mal, ich habe jetzt schon 2800 Nitrat. Ja, ich gucke. Folgt mir auf Knuddels für noch mehr Tipps. Mhm. Knuddels, ey. Das war auch so eine eklige, perverse Seite. Fand ich nicht. Du warst wahrscheinlich einer von den Perversen. Nein. Ich habe immer Fotos von meinem riesigen Gemächt verschickt, aber nie was zurückgekriegt. Außer vom Anwalt. Ich möge das bitte unterlassen. Wieso kann ich meine Fackel nicht mehr aufnehmen? Als Knuddels cool war, da war jetzt. Ich 10 oder so. 10, nee. Klar, war das nicht so um die 2000? Nee, das war, da warst du nicht 10. Oder 14, da war ich noch ein Kind. Aha, 10 oder 14, das ist ja wohl ein Riesenunterschied. Oder 12. Ich meine, bei dir waren es damals wahrscheinlich die Erwachsenen-Chats, ne? Mit 18 plus, aber... Weißt du, du bist ein Jahr jünger. Ein Jahr. Junge. Und ein Tag. Ach, wow. Ja, der Tag haut's raus, Jasmin. Sagt unser Sohn immer so schön. Dafür siehst du älter aus als ich. Ja. Hm. Gut. Nee, aber Knuddels, wann war denn das? Das muss doch so 2002 oder so? Anfang Warte. 2000? Haben wir gleich. Das ist schon 23 Jahre her. Hast du noch einen Account? Guckst du jetzt, wann du deinen letzten Kiss vergeben hast? Das hat man dann nicht eine Rose vergeben? Du konntest Küsse vergeben, Rosen, Umarmung und wofür ich das... ja, konnte man verschicken, muss man aber nicht. Was ich hauptsächlich auf Knuddels gemacht habe, 8-Ball. Das Billardspiel, weißt du? Mhm. Da war ich immer aktiv. 99 gibt's das. Während die anderen Jungs mit Mädchen geschrieben haben, hab ich online. Hast du gehört? Billard gespielt. Was? Nochmal? Die 1999. 1999? Wurde das gegründet, im Laufe der 2000er Jahre populär wurde, bla bla. Ja, dann passt das doch, was ich gesagt habe. Warum gibt es kein Knuddels mehr? Gibt's das gar nicht mehr? Hm. Keine Ahnung. Ich muss mich da mal hier... Da heißt es immer Sachen im Internet. Warte, halt mal einen Sappel. Sei mal bitte leise. Nein. Ja, dann lasse ich den das weiter kaputt machen. Ja. Gut. Mach mal weiter. Genau. Ja, immer schön gegenhauen. Jo, der Alte ist nicht da. Jasmin, jetzt mach ihn tot. Ja, ich weiß nicht, wo der ist. Er zerstört alles, was ich mühevoll aufgebaut habe. Ganz allein. Ich glaube, der ist schon wieder weg. Ach, ein Wauzi. Ich habe gelesen, dass wenn du hingehst und dir mit Rechtsklick mit bloßer Hand haust, kannst du den domestizieren. Hä?
Hallo? Hm? Wo ist denn der? Da fragst du den Falschen. Ich hab das Gefühl, bei mir klopft die ganze Zeit einer hier. Hier ist doch irgendwo noch was. Ich höre doch hier die ganze Zeit irgendwas. Bestimmt Geräusche. Will mich aber nicht festlegen. Warte mal, ich muss mal lauter machen hier mein Headset. Ja. Also der Hund ist hier auf jeden Fall noch. Aber ich habe doch hier noch was anderes gehört. Wieder. Diese Ausdauer, ne? So, ich habe 5200 Nitrat. Ich komme jetzt wieder zurück. Boah, so viel? Ja, ja. Was hast du in der Zeit gemacht? Ich mache hier die Inks. Also nix. Habe ich mir gedacht. Stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Wo ist denn unser Häusli? Da. Buddel ich mich lieber nach da raus. Mache ich die Straße nicht aus Versehen kaputt. Irgendwo ist ein Hund. Ich höre ihn hier. Ich sehe ihn nur nicht. Hast du mal gepfiffen? Piffi. Der jault aber. Vielleicht hängt er irgendwo fest. Ja, da ist er. Huch. Dankeschön. Ich gehe davon aus, du hast den Hund gefunden. Ja. Sichi. Hol ich jetzt erstmal das Fleisch. Schnell. Oh nee, ne? Was denn? Oh nein, und ich bin hier oben! Ja, und es regnet, ich weiß. Fuck. Was denn? Meine Güte. Ich muss hier weg. Ja, hier ist eine Schreierin. Aua! Oh, ich spring noch hoch! Ich glaube, ich habe mich an der Hose geschnitten. Schitte! Oh, jetzt muss ich doch die Munition verballern hier, aua. Nein, ich komm schon. Oh, die hat mir voll eine geklatscht, die blöde Kuh. Bist du draußen? Ja, hi. Ich war draußen, ich hab den Hund gerade kalt gemacht. Ach so. Der haut auch gegen die Wand. I've got a bad feeling about this. Oh oh. Die hauen hier alle gegen die Wand. Das stimmt bitte nicht. Oh, ich sehe nichts. Oh, jetzt wäre ich fast in den Stacheln gelaufen. Ich hatte gerade den Truck vor mir. So. War schon. Oh, jetzt habe ich nicht mal gesehen, wie mein Mixer arbeitet. Benzin ist noch fast voll. Mega geil. Alter, die Stromquelle ist auch fast ausgelastet. Oh, Motor noch reinschmeißen, wa?
Bei noch reicht's ja. Weil, ey. So. Oh, Jasmin, ich hab einen Goldnugget. Schon wieder? Ja. Mhm. Jetzt haben wir schon zwei für den Händler. Zwei Gold, ein Silber und einen Diamanten. Ja, hast du ganz toll gemacht. Dankeschön. Bin stolz auf dich. Jo, warte mal, ich pack mal das Nitrat hier rein, ne? So, wo mache ich denn hier Schisspulver? Kann ich das auch an der Werkbank machen? Chemiestation. So. Schisspulver, da haben wir es doch. Da muss noch ein bisschen Wut rein. Ach, siehst du, ich habe auch gar kein Schießpulver mehr. Sehe ich gerade. Geht die Chemiestation von alleine aus? Geht von alleine. Wenn kein Feuer mehr drauf ist, ja. Nee, ich. Na gut, egal. Ich mach die gleich aus wieder. Warum? Na, wenn die fertig ist. Wie viel hast du jetzt gemacht? Insgesamt sind es 400, ja, 460 so. Mhm. Das wollte ich noch wegsortieren. 9 Federn, wichtig. So, jetzt habe ich noch die Fabers, die Schrot, das wollte ich noch fertig machen. Wieso habe ich nicht. Ah, der Händler hat immer noch nicht auf, Jasmin. Jetzt muss ich auf Alternativen umschwenken. Boah, Leco Mio. Die Alte ist verrückt. Kann ich mir ein bisschen Schießpulver nehmen? Wie viel? 130? Ja. Wieso bin ich verrückt? Hä? Naja, ich habe gerade in die Werkbank geguckt, wie viel Munition du da machst und wie viel wir ja hier in der Kiste haben. Ja, brauchen wir alles. Ja. Ja, ich schieße ja so auch ab und an mit meiner Munition. Ich habe auch noch 302,67 mm und 170,9 mm für mich. Wolltest du die Munition hier unten belassen? Als Vorratsraum? Nö, ich würde die nach oben machen, weil wenn die leer ist, brauchst du nicht immer nach unten latschen, wenn du Blutmond hast. Also nach hinten in den Raum. Ja. Was daran hast du jetzt nicht verstanden? Oder hier mit in die Ecke, die ich gebaut habe. Welche Ecke? Oben wäre aber besser, ne? Naja, wo die Kisten sind, hier Schrotz und Ärztehilfe. Ja, das meine ich doch. Lass nicht mehr reden, wa? Sagst du aber schon falsch. Könnten wir ja, also eigentlich müsste ich meine Quest mal machen, ne? Können wir die vielleicht noch machen? Morgen? Ja. Das ist ja da im Brandgebiet. Einfach nur schaufeln. Oh, Peter, geh doch mal weg. Ja, ich wollte sowieso zum Händler einmal Ware abgeben. Ja. Ja, das kannst du ja machen. Ich mache erstmal die Patronen hier weiter. Nee, ich meine, dann können wir das doch verbinden. Fahren wir mit dem Auto? Dann können wir das hier auch ein bisschen anders anordnen, bis wir ein finales System gefunden haben.
Huch. 7,62 mm. Alter, mit Fingerbrett. 9 mm. 9 mm, ja. Alles für den Blutmond mit, ne? Auch. Mhm. Muss man schon haben, nö. So. Das Fertige packe ich hinten. Ne, dann lasse ich das hier drin, das Fertige. Bei mir. Man sieht das gar nicht. Naja, muss das so gehen, ne? Machen wir das so? Oder so oder so? Warst du das? Nee. Oh, was will sie denn? Wir haben die ganzen Öfen an. Hat die irgendwie Sehnsucht? So. Ich hab mal die Muni jetzt hier oben einsortiert, ne? Wo ist sie denn? Da. Wo? Oh. Da war sie. Hm. Hier die linke Kiste. Ja, ja. Könnte man eigentlich auch die... Dein Dings ist fertig. Und mein Schisspulver? Mhm. Ist ja nicht viel. Naja, besser wie nichts. Mehr Cola hast du mir nicht gegeben. Hier. Danke. Jetzt brauche ich wieder Nitrat. Nitrat! Jetzt haben wir das weggeräumt. Hier wollte ich ran. Oh. So. Es fühlt sich. Das sieht auf jeden Fall gut aus, der. Was? Also eigentlich könnte man auch Waffen verkaufen, aber ich finde irgendwie, das hat was. Ein paar kannst du aber verkaufen. Wir haben von manchen voll viel doppelt. Ich mach dir auch mal Heile. Du nimmst sie doch noch nicht mal mit. Du kannst dich mal von was trennen, ey. Du trennst dich immer von den falschen Sachen und die Sachen, die du weggeben kannst, da... Jasmin, jetzt sei doch mal nicht so herabwürdigend, ja? Ist doch so.
Da haben wir so viele von, die kannst du doch verkaufen. Die nehmen wir doch sowieso nicht. Doch. Wir nehmen das. Ich, nee. Ich nehme die immer mit, wenn ich unterwegs bin. Ach ja, alle? Alle. Ausnahmslos. Ey, da kannst du mal ein paar mit verkaufen. Dann lass uns aber nur diese blöden 1er-Revolver verkaufen. Also alles, was Stufe 1 ist. Du musst doch nicht alle, du kannst davon je ein bisschen. Hä? Hey, mach was du willst, ey. Ja. Du Messi. Ja, wir können das nicht einfach alles weggeben, Jasmin. Alles doch nicht, aber wir haben von manchen 4, 5 Dinger. Kannst doch 2 weggeben. Nein. Hä, wieso? Wir sind nur 2. Ja. Jeder eine hat. Hä? Ja, okay, aber wir brauchen von jedem eine Waffe. Ja, das ist mir egal, aber nicht 3, 4 Dinger von einer. Wenn das Kohle macht. Ja, bestimmt. Ja, sicherlich. Du hast ein selbstgebautes Maschinengewehr Stufe 6, ne? Ja. Und eine AK-47 Maschinengewehr Stufe 2. Ja, die habe ich nicht. Und meine Pistole. Also was muss man sich ja auch verdienen, ne? Ich hätte halt schon gern so eine Waffenkiste, die wirklich rammelvoll mit Waffen ist. Aha, warum? Es sieht geil aus. Ja, aber doch nicht 3 oder 4 gleiche. Okay, wir behalten jetzt nur noch Stufe 5 und 6, sobald wir die haben. Und immer wenn es schlechter als 5 ist, müssen wir wieder die alte verkaufen. Was? Ich habe gerade nicht zugehört. Alles gut. Bist du hier? Ja. Ja. So, nächstes Step. Ich brauche einmal ein paar Nägels. Nägels. So. Dann brauche ich... Ist das nur beschreibbar? Aber die kann man nicht beschriften, ne? So. Was hat er denn für ein Problem? Mods erkenne ich an den Rädchen. So, das ist schon fertig hier.
Bisschen aufrüsten hier, Mensch. Bisschen aufräumen. Patrick kann das ja hier immer nicht. Munition machen? Ja. Nee, also da hänge ich voll hinterher, ne? Ja. Warum auch immer, das ist doch voll geil, das macht voll Spaß. Brauchst du das Schießpulver für irgendwas? Schrotflintenmunition. Okay. Ich muss noch 319 machen. Hier hast du 327. Ja, reicht ja nicht für alles, ne? Warum? Soll ich machen? Nee. Schrotflinte? Nee. Ich hab Schrotkugeln, habe ich alle in der Tasche. So. Hä, die sind doch hier drinne gewesen, oder nicht? Nee. Hat er geklaut, die Sau. Kann ich den bei mir noch mit anbringen? AG. Nee, da bin ich voll. Ist ja auch schon einer drin. Aber dann wäre das für dich doch interessant. Was denn? Ja. Warte. Wo bist du denn? Pack das hier mal auf deine Weste. Habe ich doch schon längst so. Hast du schon? Ja, meinst du, wie ich ausgerüstet bin? Gib das in die Händlerkiste. Dann ist das egal. Bring es weg, Jasmin. Kusch. Eigentlich habe ich das schon. Kusch, habe ich gesagt. Ja, ich habe was für dein Geld. Dreifach-Taschenmod für Rüstung, dann habe ich Panzerplattenmod, dann habe ich die Patronengurtmod und eine Kühlmaschenmod. Ja. Ich könnte rein theoretisch immer noch 284 Schrotkugeln machen. Aber kann man die nicht nochmal nehmen? Oder kann man die Mod immer nur einmal? Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Oh. Warst du das? Was? Zum Poltern? Hä? Mm-mm. Da ist doch schon wieder irgendwo einer. Guck mal, von innen ist richtig zerkratzt da. Ist nicht aufgewertet da unten. Wo? Da, unten rechts. Das ist da, wo sie die ganze Zeit gegenschlagen. Und links ist auch Schrott. Ja, ich sag ja, die kommen hier rein. Aber warum wollen die jetzt hier rein? Ja, weil die überall reingehen. Nein. Ja. Siehst du doch. Du verstehst das nicht, Jasmin. Oh nein. Warten. Ha, 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 ha. Ist kein Problem. Ich kenne einen Weg. Warum wollen die jetzt da lang? Ich meine, grundsätzlich kann uns das ja egal sein, ob die sich da reinprügeln, ne? Aber du weißt ja nicht, ob die dann weitergehen. Ja, die gehen weiter, bestimmt. Ah, jetzt habe ich kein Holz zum Reparieren. Ach, Jasmin, ey. Hm. Kannst du dir das vorstellen, oder was? Habe ich tatsächlich mein Holz vergessen. Hast du kein Holz vor der Hütte? Ja. So, jetzt aber. So, einmal den Hammer. So, ich pack das jetzt weg hier. So, zack. MC ich kein, Hammer. Ich hab kein Schießpulver mehr. Keen. Nee, ich hab nichts mehr.
Zwei Stück nur. Den Kohl suchen, ey. Wenn die vielleicht hier nur durchgehen und denn da lang? Oder? Bitte. Bist du das? Ja. Okay. Die machen hier überall Schrott. Habe ich meinen Hammer nicht hier, ey. Aufwerten. Hier, auch. So denn. Essen mit? Nee, natürlich nicht. Wie ist das hier eigentlich so stark kaputt gegangen? Was? Ja, du bist unterwegs, ne? Ja. Ja, egal. Warum? Warum? Alles gut, die kommt hier nicht her. Wer denn? Master, we are not alone. Noch bin ich hier. Sie ist schon tot. Okay. Hier war eine Screamerin. Wieder, ey. Was will sie denn ständig? Ich glaube, sie will uns erzählen, dass ihr Mann nicht auf dem beim Altar aufgetaucht ist. Hm. Es wurde ja mal der Vergleich gezogen. Sie sieht aus wie die Troller hier von The Ring, ne? Hm. Ich finde, das passt. Ja. Die sieht wirklich so aus wie von The Ring. The ring. The ring. The ring. The ring is on fire. We don't need no water. Let that motherfucker. Was? Oh, wenn wir hier nochmal eine Statue oben drauf setzen. Wollen wir das machen? Ein schon mal, ne? Oh. So. Die Außenwand würde ich die schon machen? Wollen hier durch. Und jetzt fragt er sich. Ah, die wollen hier durch, weil wir nicht da oben sind.
Klar, du warst die ganze Zeit hier in der Ecke, wo die Terrasse ist. An der Werkbank. Werkbank. Deswegen haben die versucht, hier durchzukommen. Das mag sein. Oh, da kommen ja gleich zwei. Na denn. Kommt mal her, Jungs. So. Da wäre doch gelacht, wenn ich da nicht rüberkomme. Haha! Schaut mich an, ich bin ein Känguru. So. Bist du ein Känguru? Ja, ja. Mhm. Oh, ist das so, viel. Gleich habe ich die unterste Etage komplett aus Beton. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Material habe. Kannst du mal sehen, wa? So. Der hat's nötig gehabt. Oh, jetzt ist der Beton alle. Genau. Irgendwas ist ja immer. Ja, irgendwas ist ja immer, ne? Können wir zumindest noch mal den Betonmischer anschmeißen? Oh, Jasmin, wir sind bei 52 Minuten. Oh. Ja, müssen wir aber mal ausmachen. Ja, 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 ja. Nee, dann müssen wir nächstes Mal weitermachen, ne? Ja, ne? Da ist er bei Blutmond. Ich glaube, die Basis ist soweit erstmal wieder cool. Da können wir uns erstmal um den Händler kümmern, wa? Ah, ja. Ein paar geile Missions machen. Missions? Missions. Missions, die impossible sind. Oder auch nicht. So, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schaltet gerne wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.